Das ist sie, die Kartoffelgalette mit Frischkäse. Und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch gleich. Hi Freunde, was machen wir heute? Heute machen wir eine Kartoffelgalette mit Frischkäse. Die Zutaten dazu haben wir hier. Und zwar haben wir Mehl, dann haben wir geschnittene Kartoffeln, dann haben wir Butter, Ei, Zwiebeln, Rosmarin, Knoblauch und Petersilie. Dann haben wir hier Frischkäse mit gegrillte Paprika. Dann haben wir nochmal Käse. Dann haben wir hier Rösti. Wie gesagt, selber nochmal. Und nochmal Butter, Salz und Pfeffer. Das erste, was wir jetzt machen, ist der Teig. Gehen wir hier und machen die Butter drin. Einmal. Na, ich bin jetzt so wie ich will. Dann machen wir den Frischkäse mit dem Paprika drin. Dann machen wir den geriebenen Käse drin. Dann jetzt muss ich aufpassen, da darf ich nicht alles drin machen. Nur ungefähr die Hälfte. So. Gut, das wäre das. Und jetzt fange ich an, das Ganze zu kneten. So, haben wir das gut dicht geknetet. Weil das ja so eine Art Mürbeteig ist, muss man den halt ganz schön kneten. Deswegen habe ich noch aus der Schüssel rausgeholt. So, jetzt tun wir noch ein bisschen formen. Und dann nehmen wir ihn in die Schüssel. So sieht er aus. Und ja, jetzt nehmen wir die Schüssel, machen sie drin, decken ab und lassen so ungefähr 20, 30 Minuten ziehe. Und dann sehen wir uns wieder. Der Teig haben wir jetzt seit 20 Minuten ziehen gelassen. Also sieht schon mal gut aus. Aber bevor wir jetzt den ausrollen, gehen wir jetzt hin, nehmen die Butter und die drei Zutaten und tun die jetzt erstmal ein bisschen schmelzen lassen. Jetzt sagen wir, gehen an den Grill, kommen wir mit. So, jetzt nehmen wir das schöne kleine Pännchen und machen die Butter drin. So. Du meinst Google, das muss das nicht zu arg sprutzeln. Wir heben es hier hoch, die Pfanne ist hier warm. Und lassen das jetzt erstmal ein bisschen schmelzen. Eigentlich kann man schon ausmachen, das reicht schon. Machen wir da oben aus. Und halten es ein bisschen hoch. So. Lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen. Aber jetzt können wir es wieder hinstellen und machen gleichzeitig, ja, wir brauchen noch ein bisschen, bis das ganz verlaufen ist. So, jetzt können wir das so rein machen. Verrehen das bisschen mit der Ganze. So, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen auskühlen. Derzeit tun wir jetzt den Teig ausrollen. Dann gehen wir mal an den Tisch. Derzeit, wo jetzt die Butter ein bisschen auszieht, gehen wir an den Teig. Und zwar, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Mehl da drauf. Ja, gerade so ein bisschen, dass es nicht so frisch pappt. So, dann nehmen wir den nur raus und drücken ihn erstmal ein bisschen auseinander. Und dann fangen wir mal an, oh, ein bisschen Platz machen. Dann fangen wir an, eine Außenrolle. Ja, super. Ich habe gerade mal festgestellt, dass unten drunter geht nicht so einfach. Machen wir es erstmal so. Drehen wir mal rum. So, ich roll den jetzt halt komplett aus. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, steht's an. Das ist gut. Jetzt werden ein paar sagen, boah, das ist hier gar nicht rund. Ist eine Galette. Galette muss nicht rund sein, das sehen wir gleich warum. Jetzt gehen wir aber hier und nehmen wir unseren Löffel und den Frischkäse und machen den erstmal da komplett drauf. Dann reiben wir schön auseinander.
So, gut, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir hier und machen die Rösti-Zwiebel drauf. So. Komplett. Das da. Gut. Das da. Und jetzt gehen wir hier und lehnen die Kartoffeln. So überlappen wir so. Und machen die komplett zu. Das mache ich jetzt und dann hole ich euch wieder dazu. So, machen wir die letzte 3 auch noch da drunter. So. Na, schieben wir das auch noch rein. Und dann noch eine. Dann haben wir das. Gut, das wäre das. Jetzt gehen wir aber hier und wir machen jetzt erst noch die Zwiebel oben drauf. Gehen wir einfach hier und nehmen sie. Oh, das will jetzt nicht so wie ich will. Nehmen die so drüber. Ein bisschen vom Rand weg. So. Zack. So noch rein. Dann noch ein bisschen. Gut, das wäre modest. Und jetzt gehen wir hier an den Rand. Und zwar, den falten wir jetzt einfach nur durch das Papier, habe ich so einen Anhaltspunkt und schlagen das so rum. Zack. Zack, so gut, dass schön dort zu ist. Das machen wir mal komplett drumherum. Zack. So. So kann man es ein bisschen, wenn es neben ein bisschen Uwe ist an der Seite, wo man es dann macht, kann man es hier nochmal ein bisschen zusammendrücken. Aber das geht ja eh noch auf. Gut. Das wäre das. Das passt schon so. Jetzt gehen wir hier. Wir haben ja die Butter vorhin geschmolzen. Das hole ich jetzt rüber. Und mache das so. Erstmal ein bisschen das andere so verteile. Einmal. Und natürlich die Butter komplett so drüber. Gut, das wär's. Jetzt würde ich sagen, hätte ich was gemacht, bin ich noch gar nicht fertig. Und zwar haben wir hier noch unser Ei. Und dann brauche ich den Pinsel und da gehe ich jetzt hin und Pinsel außer der Rand in komplett. So. Das wird das. Zack. Gut. Das hätte man dann auch. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hole ich mein tolles Teil und nehme es auf die Grill. Moment. Die Grill haben wir schon vorgeheizt auf 200 Grad. Ja. Jetzt sehe ich dann, nehmen wir das Fett da drauf. Indirekt habe ich jetzt schon aufgebaut, nehme den Rechtshammer an. So ungefähr 40 Minuten. Aber ich würde sagen, so noch 20 Minuten gucken wir nochmal rein. Ist gleich. So 20 Minuten haben wir es jetzt drauf. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also ich würde sagen, die wird richtig, richtig geil. Ja, aber die braucht noch mal, ja, ich würde sagen, so 15 Minuten ungefähr braucht sie bestimmt noch. Und dann sind wir am Probieren. So,
Jetzt haben wir noch mal so eine Viertelstunde drin gelassen. Ich sehe dann, die ist, ja, die ist fertig. Gut, die holen wir jetzt runter und dann schneiden wir sie mal an. So leid sie, die Kartoffelgalette. Ich sehe da, wir schneiden sie jetzt mal an. Einfach mal so ein Stückchen rausschneiden. Zack. Das hätte man so. Boah, sieht nicht gut aus. Oh, geil. Und rieche du die. Und jetzt probieren wir so natürlich auch mal. Alter Verwalter. Ist noch ein bisschen heiß. Boah. Also die schmeckt verdammt, verdammt gut. Oh yeah. Also, boah. Ist mal was ganz anderes. Wenn man, sagen wir mal, so Zwiebelkuchen oder was machen will und will das nicht so haben, kann man das direkt das so machen. Geiles Rezept. Das Rezept dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Euer Heiko Zottel Barbecue.